Diese Frau hat Mord an, fertig, basta. Und sie hat einen verbreiteten Ausschlag, der ist über den Thorakalenbereich am ausgeprägtesten. Im englischen Sprachraum benutzt man den Ausdruck Morbilliform Rash oder ein Masern-ähnlicher Ausschlag. Und ist ja klar, polymorphöse Lichteruption, dann müsste sie den ganzen Körper für Licht anbieten. Dengue-Fieber, auch das ist vielleicht denkbar, aber das ist eigentlich ausgeprägter am Rücken und sieht eigentlich nicht ganz so aus. Stevens-Johnson-Syndrom ist eine Blasenerkrankung und Glucoserythematosis sieht nicht so aus. Also das ist Masern und das muss man eigentlich erkennen können, obwohl ihr habt es wahrscheinlich noch nie gesehen. Und man kann da unterschiedliche Titer annehmen, um die Diagnose zu bestätigen. Masern ist enorm ansteckend, viel mehr ansteckend als Hepatitis B-Virus. Und hier ist ein Kleinkind mit Masern, in diesem Alter würde man das eher erwarten, aber der Ausschlag sieht sehr ähnlich aus. Wenn man den Verdacht hat auf Masern, und bei dieser Frau musste man das auch machen, werden wir nächste Woche rausfinden, ob sie dies hatten, muss man in den Mund gucken nach Kopflecksflecken. Und Kopflecksflecken sind hier abgebildet, eigentlich sollen die einen weißen inneren Teil haben und einen roten Rand. Und die sind pathognomonisch für Masern. Und nach denen sollte man immer gucken, um zu sehen, ob Kopflecksflecken vorhanden sind. Braucht ein bisschen Übung. Kinderärzte können das auch nicht mehr, weil man Masern hoffentlich nicht mehr sieht. Aber zu meiner Zeit war Masern immer noch so häufig. Und als ich Masern hatte, dann sah ich auch so aus. Und eigentlich Masern ist isoliert worden von John Andrews, der auch Poliovirus in Kultur gezüchtet hat und dafür einen Nobelpreis gekriegt hat. Und Masern ist eigentlich ein einzelsträngiges RNA-Virus und der hat seine Patienten ausgesucht nach den Kriterien von Kopflecksflecken. Nicht nur Ausschlag, sondern diese Kopflecksflecken. Und sie sollten eigentlich wissen, was Kopflecksflecken eigentlich sind. Und die Entwicklung von einem Antikörper durch einen Impfstoff, durch Morris Hillemann und Kollegen. Der Impfstoff ist so wirksam und Masern ist so häufig, dass man einschätzt, dass 1 Million Menschenleben werden pro Jahr gerettet durch diesen Impfstoff. Also Impfen gegen Masern ist eine gute Idee. Polymorphe Lichteruption hier in dem Dekolleté von dieser jungen Dame, die hat anscheinend keinen Ausschlag irgendwo anders und das eigentlich dieser Teil sieht ziemlich ähnlich aus wie der Ausschlag bei Masern, aber es ist nur da lokalisiert, wo ultraviolett Licht diese junge Frau getroffen hat. Der Ausschlag von Dengue ist auch ein morbilliformer Ausschlag, ist auf dem Rücken mehr ausgeprägt als vorne und sieht so aus. Und Sie sollten auch von Dengue-Virus eine Ahnung haben. Knochenbrecherfieber, nämlich Dengue ist ziemlich häufig. In Amerika ist das, mittlerweile ist das in der Karibik verbreitet. Und da 10% von diesen Leuten Dengue-Schock entwickeln, muss man irgendwas darüber wissen. Da werden auch Impfstoffe entwickelt, obwohl die Entwicklung noch nicht so weit ist. Stevens-Johnson-Syndrom ist beinahe immer auf Medikamente, Nebenwirkungen zurückzuführen. Meistens Blasen an Schleimhäuten, gerade im Mund. Kann aber dann auch sich so entwickeln und ist schrecklich und hat eine hohe Mortalität. Und Lupus erythematosus kann auch eine akute Hautreaktion wie diese verursachen, aber sie ist eher gesichtsbetont. Masern passieren natürlich auch im Gesicht, aber dieser thorakale Bereich und Extremitäten, wie gezeigt, ist eher typisch und Lupus erythematosus hat keine Kopflecksflecken. Erste Thema New England Journal, ich glaube, dies ist wichtig, dies ist ziemlich eindrucksvoll, dies hier ist eine Abbildung von Windpocken und Windpocken, Varicella-Virus ist das gleiche, was Herpes Zoster verursacht, das bleibt dann latent im Körper verbunden an irgendwelchen Nervengewebe und später kann es wieder zum Vorschein kommen.
Ich habe meinen Zoster schon hinter mir. Das passiert häufiger bei Menschen, die immunsupprimiert sind und mit Morbus Hodgkins oder was auch immer, HIV und solche Sachen. Das kann aber auch bei jungen Erwachsenen passieren, das habe ich ja auch schon gesehen. Das hat dann so eine Dermatomverteilung und kennt ihr alles. Und man würde denken, na Gott, wir haben ja auch Impfstoffe gegen Windpocken. Und wie erfolgreich die schützen gegen Herpes Zoster ist dahingestellt. Aber hier gibt es Impfstoffe für Leute, die schon geimpft sind für Windpocken oder Windpocken schon gehabt haben, die als Erwachsene ungern Zoster haben möchten, weil das geht immer mit dem Schmerzsyndrom einher und ist schmerzhaft und kann auch ein wirkliches Problem, gerade wenn es im ersten Bereich des Trigeminus und so weiter, wissen Sie alles. Und hier ist ein neuer Impfstoff. Es geht hier eigentlich um rekombinant hergestellte Proteinbestandteile von Zoster-Virus und man wird damit geimpft. Und dies ist eine Phase-3-Studie. Und hier geht es, der Endpunkt hier ist, kriegen die Leute Zoster oder nicht? Und da sind, wie wir hier sehen, viele Leute sind hier randomisiert worden. Bei 8000 Stück haben den Impfstoff gekriegt und ähnliche Menge haben Placebo-Impfstoff gekriegt und sind alles Erwachsene und auch ältere Menschen sind hier vertreten. Und der Endpunkt ist, kriegen die Leute Zoster oder nicht? Und der Endpunkt hier ist in einer etwas langweiligen Tabelle dargezeigt, aber was wir hier sehen ist, dies ist die Inzidenz von Zoster pro 1000 Personen Jahren. Und hier ist die Placebo-Gruppe und da ist die Inzidenz hier in diesen unterschiedlichen Altersgruppen so etwa 10 Leute pro 1000 Menschen Jahren. Und in der geimpften Gruppe ist 0,3. Das heißt, die Wirksamkeit dieses Impfstoffes ist 97%. Und das ist ziemlich gut. Und ich weiß nicht, wie viel das kosten wird oder was der Aufwand sein wird, aber wahrscheinlich sollte man erwachsenen Menschen, wenn es diesen Impfstoff gibt, impfen, insbesondere wenn sie jetzt eine maligne Erkrankung bekommen würden, sowieso, oder wenn sie irgendwie immungeschwächt sein könnten, wie Dialysepatienten oder COPD oder Herzinsuffizienz, oder einfach alte Menschen, so dass sie keinen Zoster kriegen müssen. Dieser Impfstoff ist ziemlich gut. Dann, dies hat mich beschäftigt, dieses Fall in New England Journal, ich liebe ja diese Sachen. Es geht um eine 56-jährige Frau, die kommt zum dritten Mal rein mit Hyponatremie. Und so soll sie aussehen. Und da hängt schon irgendeine Infusion. Und dann haben sie im Angebot, was soll man machen? Und soll man diese Frau, die Syndrom von inadäquaten ADH haben muss, sonst wäre es ja kein interessanter Fall, soll man die mit Lithium behandeln? Nur wenn sie manisch depressiv ist, sonst würde ich mit Lithium ablehnen. Sollte man sie mit Harnstoff behandeln? Das ist auch eine gute Idee. Harnstoff funktioniert auch. Harnstoff übrigens ist nicht stinkig und hat keinen Geschmack. Also falls Ihnen das eingefallen ist, können Sie das abschminken. Oder soll man ihr Tolvaptan-Tabletten verabreichen und die kosten 80 oder ich glaube 30 Euro pro Stück. Und wir gucken uns die an und tatsächlich, die hat einen Natrium von 125, das hat eine Urin-Natrium-Konzentration von 122, hat einen Harnsäurespiegel von 2,3 und hat eine Urinosmolarität von 552 und okay, sie hat FIADH. Und man hat sie schon mit Demethylchlor-Tetracyclin ausprobiert und da hat sie einen Ausschlag gekriegt. Das kann man über die internationale Apotheke bestellen, das haben wir auch schon gemacht. Das ist auch eine Sauerei, würde ich auch nicht machen. Und dann, was soll man mit der machen? Und ich glaube, man sollte keiner dieser Sachen machen. Ich glaube, man sollte eine Diagnose feststellen, warum eine 56-jährige Frau SIRDH hat. Uns wird erzählt, sie nimmt kein Chlorpropamid, ich hoffe nicht, das gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, Chlorfibrate, Thiazid-Diuretika und irgendwelche Neuroleptika. Aber das ist alles, was uns gegeben wird. Und anscheinend ist sie mal durch ein CT gefahren und scheint keinen Tumor zu haben. Aber ich glaube, bei einer 56-jährigen Frau, bevor ich der eine Tablette verabreichen würde für immer,
die 30 Euro pro Stück kostet, dann würde ich versuchen, hier eine Diagnose festzustellen. Wenn sie jetzt 85 wäre, dann könnte ich vielleicht Verstellung ihres Osmostaten glauben, aber werden wir nächste Woche rausfinden, was die dann die Experten machen würden. Hier ist ein Schema, wie man sich das überlegen wird, aber heute kriegen sie keinen Vortrag über Hyponatremie, keine Angst. Nächste Thema. Es geht um die erste meiotische Teilung. Und wenn Sie sich an Ihren Studium erinnern, dann werden Sie sich irgendwie vorstellen, naja gut, wir haben zwei Meiosen und wir wollen unsere Keimbahnzellen so gestalten, sodass die nur 22 Chromosomen pro Stück kriegen, falls sie dann, wenn wir Spermien haben, sodass wenn die Spermien vielleicht ein Ei begegnen, dann kann man den ganzen Satz von Chromosomen wieder rekonstruieren. Und wir können uns auch daran erinnern, in der ersten Meiose gibt es dieses Crossing Over, wo wir unsere Gene nochmal austauschen über die analogen Chromosomen. Im Prinzip laufen wir die Spielkarten noch einmal durch, bevor wir sie an den Kindern weitervererben. Jetzt diese meiotischen Teilungen sind nicht trivial. Und da sind Enzyme und Transkriptionsfaktoren, die für die Meiose verantwortlich sind. Und darum geht es im nächsten Thema. Und ich meine, diese New England Journal, das ist 50 Impact-Punkte, schickste Zeitschrift, die es gibt, gell? Und es geht um Männer mit Azoospermie. Und es stellt sich raus, dass bei Paaren mit Kinderwunsch, die kein Kind bekommen, dass 25% der Zeit mindestens ist der Mann dafür daran schuld und nicht die Frau. Und eine gewisse Anzahl an diesen Männern hat Azoospermie oder gar keine Spermie. Und dann kann man sich überlegen, naja gut, ist da ein Grund dafür und sind die Gänge zugänglich und sind die offen und unterschiedliche Sachen. Und dann kann man vielleicht sich überlegen, könnten wir Gene identifizieren, die mit Spermienproduktion etwas zu tun haben, vielleicht die verantwortlich sind für diese meiotische Teilung, insbesondere die erste meiotische Teilung. Und ein Gen, das dafür verantwortlich ist, ist TEX11. Und TEX11 ist schon bei Mäusen ausgenockt worden und diese Mäuse machen überhaupt keine Spermien. So ist es kein Meisterstück, dass die Leute auf TEX11 gekommen sind. Also die hatten da 289 Patienten mit Azoospermie. Und tatsächlich haben sie bei 3 Stück ein Problem mit TEX11 gefunden. Toll. Und 2 von diesen Patienten hatten Deletionen. Das heißt, die haben einen Teil von TEX11 hat einfach gefehlt und ein anderer Patient hatte eine Missense-Mutation, sodass eine Aminosäurenaustausch dann stattfand. Und dann haben sie dann das Gen liegt auf dem X-Chromosom und dann haben sie das Gen gefunden und dann haben sie den Bruchpunkt gefunden, wo diese Deletionen stattfinden, um herauszufinden, was mit diesem Gen nicht stimmt. Und das war Patient 1 und Patient 3 haben diese Deletion gehabt. Muss man alles irgendwas mal darüber erfahren. Dann haben sie die Deletion dann kartiert und konnten feststellen, dass dieses Teil dieses Gens ist meiosespezifisch. Also das kodiert für irgendein Eiweiß, das gerade mit der Meiose irgendwas zu tun hat. Und dann haben sie dann noch haben sie noch Fanger Sequencing gemacht, um dies zu kartieren und haben sie auch dann haben sie in anderen Kohorten haben sie auch eine Kohorte aus Münster rausgefunden, anderen Männern. Letztendlich haben sie 11 Leute gefunden, mit diesem Problem hatten sie mit TEX11. Ganz spannend. Und hier sind sie alle und ist sogar ein Araber dabei, alle sind vertreten und die können keine vernünftigen Spermien machen, weil die erste meiotische Teilung halt schlecht abläuft. Und dann haben sie auch bei diesen armen Schweinen auch Biopsien gemacht und dann haben sie geguckt, ob TEX11 exponiert ist und es war unterexponiert und das ist ein ganz spannendes Thema. Aber so kriegt man 50 Impact-Punkte. Gut, das dazu. Wir müssen alles, das ist die allgemeine Bildung hier, gell? New England Journal. Hier ist die nächste Arbeit, fand ich auch toll. Wie kann man Leute abkriegen vom Rauchen?
Dieses Thema haben wir schon einmal begegnet in Lancet und ich dachte, das wäre das Ende damit. Man könnte sie ja bezahlen. Man könnte sie mit Geld belohnen, sodass sie es rauchen lassen. Und tatsächlich habe ich zu meinem Erstaunen herausgefunden, dass die Firma General Electric, das heißt allgemeine Elektro auf Englisch, die bezahlen ihren Mitarbeitern 850 Bucks, wenn sie aufhören zu rauchen. Und die überprüfen das. Da muss man ab und zu mal pinkeln, Urinprobe abgeben, nach Kotelin wird dann gefahndet und so machen die das. Nämlich sie haben errechnet, dass das Rauchen kostet der Firma so 5000 Bucks pro Jahr, weil die Leute stecken ihr Bettgestell an oder kriegen COPD oder kommen nicht zur Arbeit oder weiß der Teufel was. Sonst sind Raucher eigentlich kostenersparend, weil sie 5 bis 8 Jahre früher sterben und weniger Renten dann einkassieren, aber das hilft der Firma nicht, nämlich die wollen ja haben, dass ihre Mitarbeiter bis 65 irgendwas schaffen. Na gut, eine Geschichte. So hat man hier diese Raucher hier randomisiert zu einer Kontrollgruppe. Die kriegen das übliche Raucherentwöhnungs. Die kriegen dann irgendwelche Broschüren, dass Rauchen schlecht ist und dass es Krebs verursacht und diese Sachen, die man, wenn man die bunte liest, sowieso schon frei. Dann hat eine andere Gruppe, hat dann 800 Bucks gekriegt als Belohnung, diese Cash Award. Und dann die anderen beiden Gruppen, irgendwelche Psychodrama-Menschen, die sich mit Psychologie heute auskennen und solche Sachen, die haben dann, die anderen beiden Gruppen mussten eine Kaution hergeben und $150 von ihrem eigenen Geld da reinschmeißen, obwohl, wenn sie tatsächlich aufgehört haben zu rauchen, haben sie das zurückgekriegt und noch $650 obendrauf. Das heißt, der gesamte Gewinn war der gleich. Und dann eine andere Gruppe, dann war das, passiert dies besser, wenn man eine Gruppe von Kumpeln hat oder wenn man es alleine macht und dann so war es. Und es stellt sich raus, dass Individual Award, das heißt 800 Bucks aufhören zu rauchen, das funktioniert am besten. Gruppenbeteiligung, das war beinahe genauso gut, solange dass man die 800 Bucks bekam. Wenn man selber eine Kaution bezahlen musste, dann waren die Leute weniger dran interessiert, deren Akzeptanz für diese Strategie war dann weniger. Aber es stellt sich heraus, dass alle Gruppen haben Placebo geschlagen. Also man kann Leuten tatsächlich mit finanzieller Belohnung helfen, sich das Rauchen zu entwöhnen. Und wenn ich hier vorbeifahre mit dem Fahrrad an die, euren Türen hier und auch die Ärzteschaft da draußen sehe beim Packen, vielleicht sollte man denen 800 Euro anbieten, ob sie es lassen. Könnt ihr euch ja überlegen. Also, das war ganz spannend, fand ich. Und, die steht wahrscheinlich auch draußen. Weiß ich nicht. Because employing a smoker is estimated to cost $5,816 more each year than employing a non-smoker, das ist schon eindrucksvoll. Kein Wunder, dass die Firmen bereit sind, da 800 Bucks rauszugeben, dass die Leute vielleicht das rauchen lassen. Gut, das dazu. Jetzt dieses nächste Paper wollte ich eigentlich nicht vorstellen, weil ich so schrecklich finde. Was hier gemacht worden ist, ist, man hat beinahe jede neonatale Intensivstation in Amerika hier mit eingeschlossen, um mit der Fragestellung, wie viele Neugeborene, Säuglinge, haben ein Abstinenzsyndrom, ein Entzugssyndrom, weil die Mütter entweder durch Alkohol oder anderen Drogen süchtig sind, sodass die Neugeborenen dann ein Entzugssyndrom erleiden und dann einer Entzugstherapie unterzogen werden müssen. Und das finde ich wirklich schrecklich. Also hier geht es um 674.000 Neugeborene, und über 10.000 hatten ein Entzugssyndrom nach der Geburt und mussten auf ITS bleiben. Und dies sind diese US-Daten von 2004 bis 2013. Und man kann nicht nur einfach sagen, steigende Tendenz. Dies ist ein bisschen mehr als steigende Tendenz. Dies ist im Prinzip meines Erachtens, das ist ein Ausbruch von einer Epidemie. Und dann die Länge, die diese Kinder dann im Krankenhaus verbleiben,
steigt auch jedes Jahr. Das ist ein Hinweis dafür, dass der Entzug oder das Entzugssyndrom, das die haben, ständig schlimmer wird und eine längere Zeit im Krankenhaus braucht. Jetzt, was ich herausfinden wollte, ist, was für Frauen sind dies? Diese schwangere Frauen mit diesen Kindern mit Entzugssyndrom. Sie können sich vorstellen, naja, das sind die armen Schwarzen da in Amerika, die sind heroinsüchtig und das ist irgendwelche ökonomische Gründe dafür oder vielleicht die armen Mexikaner, die da über eine Grenze geschlichen sind und sowas ähnliches. Und das ist nicht der Fall. Und die Tendenz ist, es sind immer mehr weiße Frauen und es geht nicht um Heroinsüchtige. Es geht um Schmerzmittelschlucker. Und die sind nicht 60-jährige Menschen hier oder Leute mit Rheumatoid Arthritis oder Krebs im Endstadium. Die sind Leute in ihren 20ern, schlucken Schmerzmittel aus irgendwelchen Gründen, überwiegend Oxycodon, so werden sie eingeführt. Und wo dieser Wahnsinn herkommt, ist mir etwas schleierhaft. Und darum geht es in diesem Artikel und dann gucken wir uns die Kinder an und es ist alles ziemlich traurig, weibliche Säuglinge und männliche Säuglinge. Was mich auch beeindruckt hat, weiß nicht, warum das der Fall ist, aber die Anzahl, die durch Kaiserschnitt entbunden werden, liegt hier zwischen 30% und 40%. Aber ich konnte nicht herausfinden, was da das Problem ist. Aber ja, 25% werden beatmet und können nicht richtig Nahrung zu sich nehmen und kriegen dann unterschiedliche Medikamente wegen Entzugssyndrom. Und hier gucken wir mal, was diese Säuglinge dann kriegen. Und Morphium, steigende Tendenz, wahrscheinlich, weil die Frauen irgendwie opioid-süchtig sind. Das scheint der Fall zu sein. Das, und wo sie das Zeug alles so herkriegen, weiß der Teufel. Aber jetzt, dass man der Hefe beigebracht hat, Morphium zu synthetisieren, ist dies wahrscheinlich, braucht man sich jetzt nicht mehr an das goldene Dreieck wenden. Also darum ging es, und ich fand dieses ganze Paper erschütternd. Diese Säuglinge werden dann mit Morphium behandelt und jedes Jahr sind die Anzahl der Säuglinge, die Morphium bekommen, steigt auch ständig, nimmt ständig zu. Und was mit diesen Kindern dann langfristig passiert, ist dahingestellt. Der Übersicht im New England Journal geht es um latente Tuberkulose. Und in meiner Generation hatten das beinahe alle Erwachsenen. Heutzutage ist das unterschiedlich. In Südafrika ist der Prozentsatz 10%. In Vietnam ist so 2% und in den Vereinigten Staaten soll es nur 0,03% der Bevölkerung sein. Latente Tuberkulose ist Leute, die Tuberkulose ausgesetzt sind. Die haben vielleicht einen Grundkomplex, wie hier. Hier sehen wir diese Klassifizierung hier im Rand und dieser Lymphknoten hier ist auch klassifiziert. Das ist ziemlich typisch für einen sogenannten Grundkomplex. Und das Problem, wenn man so etwas hat, ist die Chance, dass man irgendwann im Leben, später im Leben, offene Tuberkulose entwickelt, liegt bei 10%. Und vor 50 Jahren, als ich im Studium war, war es auch 10%. Und das hat sich nicht geändert. Und die Frage ist, was soll man mit diesen Leuten machen? Man könnte argumentieren, man muss gar nichts mit denen machen, ich nehme halt ein 10% Risiko in Kauf, das ist eine Strategie. Aber wenn die dann mit offener Tuberkulose ausgleichen, wenn sie jetzt im Pflegeheim sind oder Altersheim oder in irgendeiner Anstalt, Militär oder was auch immer, dann sind die ziemlich ansteckbar. Und das hätte man eigentlich gerne vermieden. Und dann, wie macht man die Diagnose von latenter Tuberkulose? Und das macht man immer noch mit Hauttest. Aber in vielen Ländern sind die Leute geimpft mit BCG. Und dann kann man diese Interferons-Gamma-Freisetzungs-Assays machen. Die sind ziemlich sensitiv, aber die Anzahl an Menschen mit latenter Tuberkulose, die dann über die Zeit negativ werden, erstens bei Hauttests ist das wahrscheinlich 10% pro Jahr, aber bei diesem Interferon-Freisetzungs-Assay ist das noch höher. So ist die Zuverlässigkeit von diesem Test auch nicht so klar gegeben.
Und dann, was macht man mit diesen Leuten? Und unterschiedliche Anzahl an, gucken wir uns gleich an. Man kann früher, als ich nach Deutschland kam, war die amerikanische Richtlinie, die kriegen INH für ein Jahr. So 300 Milligramm pro Tag für ein Jahr. Jetzt hat man das herabgesetzt auf 9 Monate, aber dann muss man ziemlich zuverlässige Leute haben, die tatsächlich wiederkommen und die man überprüfen kann, ob sie das Zeug wirklich genommen haben. Dann gibt es kürzere Verfahren, man kann INH mit Rifampicin kombinieren und dann müssen die Leute das nur für 3 Monate nehmen, aber dann sind die Nebenwirkungen sind häufiger und also es geht um diese Argumente in diesem Paper. Und welche Leute kommen eigentlich in Frage, um zu erfahren, ob sie latente Tuberkulose haben? Na, wenn man im amerikanischen Knast sitzt, dann ist man ein ziemlich guter Kandidat für latente Tuberkulose. Ja, auch keinen, hätte ich mir auch denken können. Hämodialysepatienten und Patienten, die TNF-Blocker schlucken und Patienten, die HIV haben und Patienten, die immer einen Immigrantenhintergrund haben und Obdachlose und Drogenspritzer und wir haben Alten. Und das sind dann die Patienten, bei denen man sich kümmern sollte, ob sie latente Tuberkulose vielleicht haben sollen. Und wenn sie das haben, sollte man dann einer dieser Schemata denen anbieten und sie entsprechend behandeln. Mich das reduziert. Sie haben eine 10% Chance, offene Tuberkulose zu entwickeln. Und das kann man 60% herabsetzen. Das würde dann schon das Risiko dann reduzieren, so um 3%. Und das lohnt sich dann. Das ist das. Also hier ist eine Frage aus dem New England Journal für euch Schauberger hier. Kommt ein Mensch, älterer Mann, hat einen Blasenkatheter, hat aber keine Beschwerden und ist nicht immunsupprimiert und Diabetes mellitus hat er sogar gar nicht. Und man hat eine Kultur gemacht, was man meines Erachtens bei einem Menschen, der keine Symptome hat, nicht machen soll. Aber herausgewachsen ist Candida albicans. Und dann ist die Frage, was tun? Und hier ist das Angebot. Man kann den Blasenkatheter ersetzen mit einem neuen. Man kann eine Amphotericin-B-Spülung durchführen. Oder man kann Fluconazol und diese anderen Sachen hier verordnen. In intravenös oder oral und so weiter. Meine liebste Antwort wäre gewesen, mach gar nichts. Aber das ist leider nicht im Angebot. So würde ich dann wahrscheinlich das Einfachste aussuchen und das ist den Blasenkatheter zu ersetzen und das soll auch die richtige Antwort sein, sagen die Schlauberger in New England Journal. Dann der Fall in New England Journal war diese, eine 44-jährige Frau ist wirklich furchtbar, eine Nichtraucherin. Und die entwickelt Schmerzen und Hämoptysen und kriegt dann Bildgebung und eine Biopsie und hat nicht kleinzelliges Lungenkarzinom. Und dieses Lungenkarzinom wird dann sequenziert und die hat eine Mutation im epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor. Und was ich eigentlich nicht wusste, ist, Leute, die dies haben, sollten dann die erste Therapie, sollte sie bekommen Erlotinib. Das ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor-Hemmer, der den epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor anspricht. So hat der Erlotinib gekriegt. Und der Tumor ist tatsächlich kleiner geworden. Und das ist ja jetzt der erste Ablauf von dieser Therapie. Und dann, aber wie das halt so ist, nach einer Weile hatte sie Resistenz gegen Erlotinib. Und was die Ärzte gemacht haben, ist, die haben Erlotinib abgesetzt. Und was ich nicht wusste, ist, das darf man eigentlich nicht machen. Nämlich, wenn man den absetzt, dann wächst der Tumor viel schneller, obwohl man fängt dann an mit gewöhnlicher Chemotherapie, was wahrscheinlich Cisplatin und irgendwas ist. Und das ist hier auch gemacht worden, aber der Tumor wuchs weiter. Und dieses ganze schreckliche Geschichte läuft sich über ein paar Jahre ab, wie es mit dieser furchtbaren Krankheit auch ist. Und diese Frau entwickelt ein Schmerzsyndrom. Und das ganze Gespräch in New England Journals, wie geht man um mit Patienten mit terminaler Karzinomatose,
mit einem Schmerzsyndrom, der im Prinzip unerträglich ist. Und letztendlich kriegt die alles. Die kriegt Ketaminabkömmling, die kriegt Steroide, die kriegt Hydrocodon und sie kriegt dann einen intrathekalen Katheter, wo dann Analgetika, wahrscheinlich Morphium dann verordnet wird und es hilft alles nicht. Und dann ist dann ein Komitee von klugen Leuten, die diskutieren, was kann man dieser Frau anbieten und was sollte sie haben. Und letztendlich hat man ihr ein Angebot gemacht. Im Prinzip ist es eine Infusion mit Propofol, was sie in einem Koma versetzt. Dann hat sie mit den Schmerzen aufgehört, aber sie ist gestorben. Und dann ist diese ethische Diskussion, war das Sterbehilfe oder war es verdeckte Sterbehilfe und war es aktiv und passiv. Und diese sehr klugen Ethikmenschen diskutieren dieses ganze Thema, wie man mit diesen Patienten umgeht. Und wenn sie mit solchen Patienten zu tun haben, ist das Euthanasie? Ich würde sagen, nein. Haben die auch entschieden? Und also man sieht solche Patienten und vielleicht manche von ihnen haben mit solchen Patienten zu tun und vielleicht wollen sie sich mal angucken, wie die das handhaben und alles, was man diesen armen Patienten an Schmerztherapie anbieten kann. Dann im Lancet, ich fand diesen ziemlich schickes Bild. Da ist die Frage, was ist ein Wetter? Und das ist ein CT-Bild. Und wir sehen hier zwei Hüftgelenke und ein Becken. Ein 17-jähriger Mensch. Und der ist asymptomatisch. Und der hat dieses CT. Ist doch ein wunderbares Bild für Facharzt, für Radiologie. Dann sind im Angebot Knochenmetastasen. Ja, finde ich nicht sehr wahrscheinlich, dass er so homogen auf beiden Seiten gleich, kann ich mir nicht vorstellen. Morbus Paget. Morbus Paget, die Knochen sehen wabig aus und sie werden größer. Und das ist hier nicht der Fall. Und ein 17-Jähriger sollte kein Morbus Paget haben. Osteogenese imperfecta, irgendeine Mutation oder irgendein Chloridkanal. Knochendichte, da geht es drum. Das würde ich auch erkennen. Und Osteopoikilose, davon habe ich noch nie gehört. Aber die anderen dreien hielt ich für unwahrscheinlich. So habe ich geraten und das ist ein Fall von Osteopoikilose. Und das ist eigentlich eine asymptomatische Knochenerkrankung. Und die hat zu tun mit einer Mutation an LEMD3. Und ich habe keine Ahnung, was LEMD3 macht. Aber es ist mit diesem obskuren Knochenerkrankung, geht damit einher. Und hier ist ein bisschen mehr darüber. Und falls Sie je gefragt werden, was Osteopoikilose ist, jetzt wissen Sie Bescheid. Das passt dazu. Dann das nächste Thema in Lancet. Ich dachte, dieses Thema wäre mausetot. Es geht um die Cholesteryl-Ester-Transfer-Protein. Um das Protein. Und CETP hat damit zu tun mit dem Reverse-Cholesterin-Transport. Und man hat die Vorstellung, dass um Lipide aus der Gefäßwand rauszunehmen, dafür ist dieses CETP-Protein verantwortlich. Und man hat herausgefunden, dass wenn man dieses CETP hemmt, dann steigen die Spiegel von den guten Cholesterin, HDL, beträchtlich, und die LDL-Spiegel fallen ab. So ist man unter der Vorstellung, dass dies vielleicht eine Behandlung sein könnte, gegen Herzinfarkt und Arteriosklerose zu vermeiden. Aber es sind zwei große Studien gelaufen im New England Journal. Die haben gezeigt, dass die Hemmung von CETP nicht hilfreich ist. Und so dachte ich, dieses wäre gegessen. Aber hier geht es um Anacetrapib. Und das wurde angewendet bei Patienten mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie. Das heißt, die haben die Hälfte der LDL-Rezeptoren als haben sollten. Und die sind dann behandelt mit diesem CETP-Inhibitor. Und wenn wir gucken, tatsächlich, ziemlich eindrucksvoll, LDL saust runter. 35%. Und diese Leute haben schon maximal Statin an Bord
Und da sie nur die Hälfte der LDL-Rezeptoren haben wie normale Menschen, sind Statine nicht sehr hilfreich. Und ihre HDL-Spiegel sausen nach oben. Ob sie dadurch geholfen sind, ist dahingestellt. Nämlich wir haben keine harten Endpunkte in dieser Studie. Das passt damit. Und das nächste Thema, es geht um neonatale Diagnostik. Und darüber habe ich auch keine Ahnung, aber ich wollte Ihnen nicht vorenthalten. Hier geht es um den Ductus venosus. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, aus dem Medizinstudium haben Sie mal gelernt, was der Ductus venosus ist. Und das ist ein Nebenfluss in den zytalen Kreislauf. Sodass durch die Umbilikalvene können wir die Leber entgehen. Das ist natürlich hilfreich bei Neugeborenen, wenn man den Umbilikalkatheter liegt. Das ist ein ziemlich flotter Hingriff für einen zentralen Zugang. Kenne ich noch. Also hier hat man diesen Nebenfluss. Und dann im Herzen haben wir auch einen anderen Nebenfluss und offene Ductus venosus, so dass dieses arterialisierte sauerstofftragende Blut, das von der Umbilikalvene kommt, dann in den systemischen Kreislauf vom Föten sich verteilen kann. Und diesen Ductus venosus kann man mit Ultraschalluntersuchungen ziemlich gut feststellen. Und hier sind auch ein paar Bilder, wo man die den Fluss und Impedanz zu dem Fluss durch diesen Ductus venosus untersuchen kann während der Entwicklung des Kindes. Und in dieser auch furchtbare Studie, es geht um perinatale Endergebnisse in sehr, sehr frühen Frühchen in der sogenannten Truffel-Studie. Und man hat hier den Dopplerfluss durch den Ductus venosus hier beurteilt, in dem Versuch, eine Entscheidung zu treffen, wann diese Kinder entbunden werden sollten. Und man hat diese Frauen dann auch randomisiert für unterschiedlichen Blocks. Und genau wie die Unterteilung dann erfolgt ist, war mir auch nicht klar. Aber diese Frauen mussten entbunden werden aus unterschiedlichen Gründen. Viele, weil sie Präeklampsie hatten, ungefähr die Hälfte. Und andere Morbidität während der Schwangerschaft. Und wenn wir uns gucken, was da rausgekommen ist, eigentlich sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Normal sind die Grünen, sind in allen Gruppen, ist wieder kein signifikanter Unterschied. Hier sind die Kinder, die verschwunden sind. Vermutlich waren die auch normal, sonst wären sie ja nicht verschwunden. Hier sind die Kinder, die gestorben sind, hier im Rot. Und die dann nicht normal waren, sind hier in Orange. Also habe nichts mit Geburtshilfe zu tun, aber ich konnte mir eigentlich keinen großen Unterschied hier entnehmen von diesen unterschiedlichen Gruppen. Aber die Forscher sagen, dass konservatives Vorgehen und Entbindungen so rauszuzögern, so lange wie möglich wahrscheinlich ein sinnvolles Vorgehen wäre, was ich mir auch vorstellen kann. Dann geht es um armen Leuten mit HIV in Tansania und Sambia. Und diese armen Schweine mit HIV, das wäre wohl genug fürs Leben, aber die haben dann ein hohes Risiko, um Tuberkulose und Kryptokokkose zu entwickeln. Und das Blöde ist, wenn sie das haben, dann ist die Frage, wie sollte man vorgehen mit der HIV-Therapie bei diesen Leuten? Wenn man die noch für HIV behandelt, dann wird die Kryptokokkose schlechter und wahrscheinlich sollte man sie erst mit Amphotericin B behandeln für ein paar Wochen, bis man das in den Griff hat und dann die ART-Therapie einleiten. Und dann, wie geht man mit diesen Patienten vor, die weniger als 200 CD4-Zellen haben? Und es ist ein großes soziales Problem in diesen Ländern. So hat man hier weiteres Personal ausgebildet, die dann bei diesen Patienten dann Blut abgenommen, Serum abgenommen haben, um zu sehen, ob sie Kryptokokkus Antigen hatten. Und wenn sie das hatten, dann wurde denen eine Lumbalpunktion angeboten. Dann mussten die erst Ja sagen oder Nein und dann hat man sie für Kryptokokkose behandelt und dann haben sie erst ART, alles furchtbar kompliziert.
Also darum ging es in dieser Studie und überwiegend für eine klinische Unterstützungsprogramm mit diesen extra Schwestern und Gehilfen im Vergleich zu Standard Care, wo man den Leuten mit weniger als 200 CD4-Therapie einfach ART-Therapie gibt und dann guckt man, ob das vielleicht später Tuberkulose oder Kryptokokose entwickeln, anstatt in dem Versuch, das vorzubeugen. Und es stellt sich raus, dass ein Versuch, diese Komplikationen vorzubeugen, ist wohl sinnvoll, weil das die Mortalität etwas senkt. Übrigens, ich finde es gar nicht so schlecht, diese armen Leute mit AIDS in Afrika, die Mortalität ist mittlerweile unter 20%. Ich kann mich erinnern, als es 100 war. Und das kann man senken mit einer Vorbeugungstherapie gegen Kryptokokose und Tuberkulose. Und man ist immer noch besser dran, wenn man Cryptococcus antigen negativ ist im Vergleich zu positiv, kann ich mir auch vorstellen. Aber wenn man positiv ist, dann hilft diese Extratherapie in dem Versuch, diese zwei Nebeninfektionen auch zu treffen. Das hat man aus dieser Studie entnommen. Und dann dieses nächste Thema ist auch furchtbar. Das erste, was ich im Medizinstudium lernen musste, war grobe Anatomie und wir haben angefangen am Arm. Und ich kann mir noch das erste, was wir gelernt haben, war Brachialplexus. Und der klinische Bezug dazu war natürlich Brachialplexus-Verletzungen. Und da gibt es unterschiedliche, auch bei in der Geburtshilfe, also wenn ein Arm rausstecken, nicht an dem Arm ziehen. Also es geht hier um Brachialplexus-Verletzungen und wie man mit diesen Patienten umgeht. Und Sie werden sich daran erinnern, es geht um C5, 6, 7, 8 und T1 und dann diese drei großen Stränge und dann die großen Nerven, die dann abkommen und was die alles verdorben. Und es geht hier um eine bionische Rekonstruktion und es gibt auch eine Firma in Berlin, die sich hiermit beschäftigt und es geht darum, eine Prothese zu entwickeln, die durch die eigentlichen Nerven, die ja letztendlich vom Gehirn dann ausgelöst werden, bedient wird, so dass man wieder mit zwei oberen Extremitäten geschäftstüchtig ist. Und es geht hier um drei Patienten. Einer ist vom Berg, wahrscheinlich vom Felsen geflogen, zwei andere Motorradunfälle, und die hatten schwere Brachialplexus-Schädigungen. Und wie man mit diesen Patienten umgegangen ist, um eine bionische Prothese zu entwickeln. Und ich bin hier echt kein Experte, aber man hat diesen drei Menschen, bei einem hat man einfach aufgegeben und den Arm amputiert, war er besser dran, als was er sonst hatte. Und die mit Sonderprothesen ausgestattet, die zentral gesteuert werden. Und genau wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber man hat dann diese Prothesen schon eingebaut und die was an den Nerven noch übrig ist, sodass die Prothese dadurch gesteuert wird. Und dann hat man dann festgestellt, dass die dann bimanuale Tätigkeiten dann durchführen konnten und dass auch ihr mentaler Zustand, psychischer Zustand durch diese Therapie verbessert wurde. Finde ich toll. Und das letzte Thema im Lancet geht es um Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Und es ist den Dänen, die ja ein wunderbares Register haben, alle Dänen sind in diesem Register, man hat geguckt, ob Leute mit diesem ADHD-Syndrom häufiger sterben. Und an was? Und das ist in der Tat der Fall, was man sich vorstellen kann. Und die sterben an Unfällen und an Gewalt und unterschiedliche unangenehme Sachen. Und man hat auch festgestellt, dass eigentlich die Kinder, die dies im frühen Alter haben, sind weniger gefährdet als Erwachsene, die diesen Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom erst als Erwachsene entwickeln. Toll. Und der Übersicht in Lancet ist sehr wichtige Krankheit, multiples Myelom.
und dann sich damit beschäftigen, sehr netter, gute Übersichtsarbeit, wie der Multiple Myelom zustande kommt und welche Mutationen hier involviert sind und auch die Diagnostik, die man dann durchführen kann mit freien Leitketten, was wir alles kennen und vor allem nach Leitketten im Urin und Beta-2-Mikroglobulin-Bestimmungen und dann Knochenmarksuntersuchungen. Es gibt eine ganze Serie an Mutationen, die jetzt das sind beim multiplen Myelom und wie man Skelette untersucht und was für Bildgebungen man durchführen kann und auch was für Therapien man diesen Patienten anbieten kann. Und früher, dies war nicht behandelbar. Ja, wir haben den Mefalan und Prednison gegeben und das Beste gehofft und das war so. Aber heutzutage kann man denen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sachen anbieten. Und zu meinem Erstaunen, die Prognose wird immer besser. Und auch dargestellt ist ein Schema, wie man diese Leute aufarbeiten sollte, nach dem Krabben-Schema, Krabben-Crab, C für Calcium, ist hoch oder niedrig, haben sie Nierenversagen, ja oder nein, wie anämisch sind sie und wie viele Knochenlöcher haben sie. Also das kann man sich merken. Und dann kann man sich vorstellen, okay, kommt dieser Patient für eine Knochenmarkstransplantation in Frage, ja oder nein? Und das hat auch mit Nierenfunktion und Alter zu tun. Und heutzutage haben wir Bortezomib und Lenalidomib und unterschiedliche Versorgungsschemen, die man hier anwenden kann und von einem zum anderen. Und was erstaunlich ist, wie die Prognose sich ständig bei diesen Patienten verbessert, so dass Leute, die heute auftauchen mit multiplen Myelom, sind viel besser dran als die Leute, die vor 10 Jahren auftauchen mit multiplen Myelom. Scheint sich ein Fortschritt zu ergeben. Dann, keine Ahnung, ich hätte gedacht, lebbar. Weiß nicht, was das ist. Aber dies ist die Döseka, atypische tuberöse, dermatöse Krankheit. Was eine seltene Variante ist von Scleromyxödemie, was auch ziemlich rar sein muss, nämlich darüber hatte ich auch keine Ahnung. Und hier ist ein Patienten damit und dies ist der originale Fall, der von Herrn Döseker beschrieben ist von dieser raren Erkrankung. Und hier ist dieser Mensch, der kommt aus dem Sudan, sieht ein bisschen unglücklich aus und hat ein bisschen Probleme da rauszugucken. Und er kriegt dann eine Biopsie und sein CRP ist hoch und ist es im Prinzip eine Mucinose. CAS-positives Material ist in vielen Fällen verabreicht und genau wie das zustande kommt, weiß ich auch nicht. Aber die haben auch häufig eine monoklonale Paraproteinämie und man hat den, ich weiß nicht genau warum, aber man hat den mit Methotrexat behandelt und Immunglobuline und scheint ihn besser zu gehen. Das waren die erstaunlichen Sachen von der letzten Woche in den großen Zeitschriften. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.